In Vorbereitung auf die neue Schienenachse haben die Linz-Linien eine Studie in Auftrag gegeben, welche Auswirkungen eine Sperre der Eisenbahnbrücke auf den Straßenverkehr in der Stadt haben würde. Das österreichische Institut für Raumplanung hat anhand der bekannten Verkehrsdaten simuliert, welche Folgen durch die Sperre im Jahr 2017 zu erwarten wären. So geht man von einem Fahrtenaufkommen von 14.200 Pkw pro Werktag auf der Eisenbahnbrücke aus, wobei zur Morgen- und Abendspitze jeweils knapp 1.000 Fahrzeuge die Brücke passieren. Rund 7% des Gesamtautoverkehrs in Linz laufen über die Eisenbahnbrücke und würden sich im Falle einer Sperre zwangsläufig auf andere Stellen verlagern. Auf die Nibelungenbrücke und auf die Föstbrücke, ein Teil auch noch auf die Steirekerbrücke. Und ein Teil der Fahrten wird einfach nicht mehr über die Donau fahren, entweder woanders hin, entweder im öffentlichen Verkehr oder es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Man fährt früher oder später, man meidet somit die Verkehrsspitze. Für die Nibelungenbrücke bedeutet dies zu den Spitzen in der Minute etwa 5 Fahrzeuge zusätzlich. Eine präzise Planung ist daher sowohl von Seiten der Stadt als auch der Linzlinien unbedingt notwendig. Wir sind vorbereitet, also es gibt eine Arbeitsgruppe zwischen ASFINAG, dem Land Oberösterreich, der Stadt Linz, die grundsätzlich die ganzen Brückenbaustellen, wenn ich so nennen darf, abwickeln wird, wo man sich gut abspricht, koordiniert, welche Maßnahmen man wann setzen kann, um Belastungen hintanzuhalten oder zu minimieren. Also insofern, auch mit den Ampelregelungen und Ampelschaltungen sind wir gut vorbereitet, damit wir die Flüssigkeit des Verkehrs so gut wie irgend möglich auch gewährleisten können. Wir werden unser Busangebot ausweiten, wir werden das Straßenbahnangebot verbessern, wir denken über neue Ideen nach. Derzeit sieht es so aus, als würden von den 6.000 Autofahrten, die dann nicht mehr möglich sind, pro Tag etwa 1.000 auf den öffentlichen Verkehr überwandern. Darauf freuen wir uns. Wir möchten aber unser Angebot so ausweiten, dass es noch mehr als 1.000 sind. Verkraften können wir diese Zahlen. Die neue Schienenachse soll zur Entlastung der Landstraße im östlichen Innenstadtbereich von der linken Brückenstraße über das Krankenhausviertel und die grüne Mitte Linz bis zum Bulgariplatz führen. Der genaue Zeitplan ist derzeit noch offen.